Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Erinnert ihr euch noch an euren Fastenvorsatz? Ich habe noch gar keinen genommen, denkt sich vielleicht der eine oder andere. Ich kann mich nämlich nicht entscheiden, ob ich auf Eis verzichten soll oder auf Schokolade. Oder auf Chips oder auf Soletti oder was es auch immer da so an Salzigem gibt. Und wer von euch noch keinen Fastenvorsatz hat und eben nicht auf Chips oder Schokolade oder Eis verzichten will, für den hätte ich einen ganz besonderen Fastenvorsatz. Nämlich, dass wir im Vertrauen wachsen. So eine Vertrauensübung machen in der Fastenzeit, dass wir im Vertrauen wachsen, dass Gott uns immer hilft, dass Gott uns nie im Stich lässt, auch wenn sozusagen die Fälle davonschwimmen, so sagt man ja, gell? Die Fälle davonschwimmen, wenn so eine manche Hiobsbotschaft kommt oder etwas Schweres kommt oder man sich auch, und es gibt so ein aktives Vertrauen und es gibt ein passives Vertrauen. Aktives Vertrauen, das heißt zum Beispiel, dass ich mich traue, einen Schritt zu gehen. Zum Beispiel, ich kaufe mir ein Fahrrad. Und da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, wo man dann so vertrauen muss, einen Schritt zu gehen, vor allem dann, wenn man sozusagen Schulden machen muss oder so, Vertrauen zu haben, dass Gott mir immer hilft. So im Vertrauen zu wachsen, dass Gott mit mir ist, dass er mir hilft, dass er mich trägt, dass er mich stützt, dass er mich begleitet. Und das andere Vertrauen ist das, vertrauen müssen, dass, wenn sozusagen, wenn wir passiv sind, wenn wir sozusagen wie vertrauen müssen, das andere ist vielleicht so eher vertrauen wollen. Ja, ich will jetzt vertrauen, ich will jetzt das machen. Ich will jetzt sozusagen wie in die Hände Gottes springen. Das andere ist, wenn äußere Gegebenheiten denn so sind, wo ich dann vertrauen muss. Mit beidem tun wir uns eigentlich schwer. Mit beidem tun wir uns eigentlich schwer. Und wir tun uns auch schwer, dann sozusagen wie in den Händen Gottes zu ruhen und ganz still zu sein. Weil dann in diesen Momenten zeigt sich eigentlich, den einen da, also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Fahrrad kaufen will, das kann ich ja gut verhindern, dass ich da vertrauen muss. Ich kauf's halt einfach nicht. Ich baue es halt einfach nicht, mein Haus. Ich kauf's halt einfach nicht, die Wohnung. Oder ich so einfach das, gell? Ich tue es einfach nicht. Da habe ich das schön im Griff. Und trotzdem leide ich darunter. Und beim anderen, da bleibt mir nichts anderes übrig wie friss oder stirb. Du musst es machen, du musst vertrauen. Und dann zeigt sich's eigentlich so wunderbar, die Probe aufs Exempel. Wie reagieren wir dann? Dreh ich durch? Rasch ich aus? Verliere ich die Nerven? Schrei ich rum? Bekomme ich Ängste? Wie reagiere ich dann? Und das ist die Frage. Und das ist die Herausforderung dann, wenn ich weiß, alles gehört Gott und ich gehöre selbst auch ihm. Ich bin nämlich sein Kind und deshalb gehöre ich und alle, die zu mir und all das, was in mir ist, sozusagen, ich gehöre ganz Gott und alles, was mich betrifft, gehört auch Gott, gehört Gott schon. Und er wird für alles sorgen. Er wird sich um alles kümmern. Also wenn wir so etwas wollten, also nicht auf Eis, Schokolade, Chips oder Auto verzichten, sondern im Vertrauen wachsen wollen, in den Situationen, die kommen, die Gott zulässt, die halt einfach kommen. Das ist wirklich, das wäre auch so ein wunderbarer Fastenvorsatz. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen.
Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.